Hi Leute. Ich sitze hier gerade auf der Treppe, einfach wegen wieder Perspektivenwechsel und so, also Hintergrundwechsel. Ich habe gestern Cheetah Girls geguckt, alle drei Teile. Das war cool. Mega cool. Ich habe es, wie gesagt, ewig nicht mehr gesehen. Dennoch muss ich sagen, ich glaube, ich finde High School Musical trotzdem irgendwie besser. Und ich muss sagen, dass mir mein Lieblingsteil ist wirklich der zweite Teil von Cheetah Girls. Ich glaube, den mochte ich schon immer am liebsten. Da war auch Kenny Ortega der Choreograf. Ich weiß nicht, ob er in den anderen Teilen auch der Choreograf war, aber ich weiß es auf jeden Fall beim zweiten Teil. Vielleicht liegt es daran, I don't know. Nee, und da fand ich auch die Lieder, glaube ich, am geilsten, obwohl der erste Teil, den finde ich auch gut, aber den zweiten finde ich am besten, dann kommt der erste und dann kommt, glaube ich, erst der dritte. Aber im dritten Teil hat er auch die eine nicht mehr mitgemacht, auch wenn die eigentlich der blödeste Charakter, glaube ich, von allen war, aber I don't know. War auf jeden Fall cool. Dann habe ich gestern noch Gypsy weitergeguckt, die Serie, die ich im Moment gucke. Ich gucke jetzt auch noch weiter so ein bisschen, eine Folge oder zweimal gucken. Finde ich auch cool. Wie gesagt, ist eine sehr komplexe Serie. Ich bin zwar mittlerweile drin in der Serie, ich habe ja gesagt, ich brauche schon eine Weile, um reinzukommen, aber ich finde es immer noch, manchmal sitze ich da und bin so, dass ich auch so sage, ob die Hauptcharaktere, ob die ein Ding am Laufen hat und so, aber es ist halt ziemlich komplex, finde ich so ein bisschen, aber ich finde es gut, dass es nicht so stumpf ist und ich finde das irgendwie ganz interessant, ich mag das irgendwie total gerne, ich finde die richtig gut. Ja, die Sache ist halt, dort geht immer eine Folge um die 50, 51, 52 Minuten, glaube ich, immer. Aber es ist nicht schlimm. Finde ich eigentlich echt gut. Weil ich finde, da vergeht die Zeit auch relativ schnell. War ja bei Tote Mädchen Lügen nicht auch so. Da ging ja auch immer fast eine Stunde oder manchmal auch eine Stunde oder länger. Ein bisschen länger eben eine Folge. Aber ich finde, da hat man auch nicht gemerkt, dass es so lang ging. Also fand ich echt gut. Ja, dann bin ich heute Morgen relativ früh aufgestanden. Beziehungsweise meine Mutter hat mich geweckt, weil ich gesagt habe, dass ich mal wieder gemütlich frühstücken möchte mit meinen Eltern. Und da ist mein Vater dann frische Brötchen holen gegangen, weil ich gesagt habe, ich habe auch mal wieder Lust auf frische Brötchen, weil wir sonst ja dann immer nur so, wenn dann, Aufbackbrötchen gegessen haben. Und ich bin eigentlich total der Frühstücksmensch und ich liebe Frühstück und habe halt ewig keins mehr gegessen. Das letzte Mal, glaube ich, immer in Dänemark. Ansonsten so richtig gefrühstückt? Ich glaube, ich ewig nicht mehr. Doch, ich glaube, einmal kurz. Doch, stimmt, ist gelogen. Ich habe irgendwann mal zwischendurch gefrühstückt, aber ja, ich wollte mir so richtig wieder richtig schön mit meinen Eltern am Tisch sitzen und frühstücken. Das war ganz schön. Ich habe es mir schöner vorgestellt, aber man stellt sich das eh immer schöner vor, wie in diesem ganzen schönen Film. Ja, aber war trotzdem ganz cool. Ich meine, einerseits ist es blöd, dass ich heute so früh aufgestanden bin. Warum, erzähle ich euch gleich. Aber irgendwie tat es auch gut. Und ich muss auch sagen, ich bin gerade auch gar nicht so müde. Klar, manchmal gehe ich nicht so, aber eigentlich gar nicht so wirklich müde, vielleicht weil ich einen Kaffee getrunken habe, Latte Macchiato. Und dann bin ich mit meinem Vater jetzt nochmal los. Mein Vater wollte nochmal in den Nike-Store, weil er sich noch Sportklamotten holen wollte. Ja, und dann sind wir so noch ein bisschen rumgelaufen. Und ich habe auch gesagt, dass ich mitkomme. Eigentlich hätte jetzt ein Paket gekommen. Das kam auch in der Zeit, wo ich nicht da war. Ich hätte auch zu Hause bleiben können und auf das Paket warten können. Wollte ich aber irgendwie nicht. Deswegen, hallo Eddie. deswegen bin ich mitgekommen, weil ich dachte, schon wieder nur zu Hause sein. Ich meine, klar, ich gehe ja heute sowieso weg, aber trotzdem. Und meine Mutter ist jetzt noch arbeiten, weil sie muss, sie macht so extra Arbeit, weil die im Moment so viel zu tun haben auf Arbeit, deswegen muss sie jetzt auch Samstag arbeiten. Oder sie macht es halt auch freiwillig, einfach um ein bisschen mehr zu schaffen. Na, Bibi? Na, du? Tschüssi. Ja, und dann essen mein Vater und ich nachher noch Mittag. Meine Mutter hat das gestern schon vorbereitet, und zwar Hühnerfrikassee. Esse ich eigentlich ganz gerne. Nur mein Opa isst das nicht und der kommt ja immer jedes Wochenende zu uns zum Mittag. Nur dieses Wochenende halt nicht und deswegen, ja, haben wir gesagt, machen wir es dieses Wochenende. Aber ich weiß nicht, wann meine Mutter nach Hause kommt, deswegen meinte sie, können wir dann ruhig schon früher essen, das Hühnerfrikassee. Weil ich heute nämlich noch weggehe und zwar fährt mich mein Vater zu meinen Mädels, weil ich treffe mich heute mit meinen Mädels, also mit Angie und Maria. Also Maria und ich gehen vorher noch einkaufen und dann gehen wir zu Angie, da ist auch ihre Cousine. Und dann grillen wir dort ein bisschen, alle auf ihrem Balkon und dann wollen wir noch weggehen. Also wir entscheiden dann spontan, ob wir feiern gehen oder ob wir in eine Bar gehen. Aber eigentlich wollten wir unseren Abschluss feiern. Deswegen gehen wir, denke ich, mal feiern. Obwohl ich sagen muss, ich bin mehr so der Bar-Typ, ich bin mehr so der chillige Typ, ich muss sagen, ich bin in letzter Zeit gar nicht mehr so der richtig so mit Feiern gehen. Doch zwischendurch mache ich das mal ganz gerne und dann finde ich es auch gut, aber oftmals habe ich gar keine Lust, irgendwie richtig feiern zu gehen. Aber irgendwie ist es doch dann jedes Mal immer richtig gut. Ich weiß auch nicht, ich muss mich immer dazu erst überwinden.
Deswegen, ich sag auch immer, ich bin mehr so der Homeparty-Typ, als der irgendwo in einem Club wegzugehen. Ich weiß auch nicht. Bin so der Typ, ich hasse es, mein Haus zu verlassen. Nein, wie auch immer. Na doch, auch schon, aber ich hasse es mit Menschen. Nee, ich bin, ihr wisst ja, glaube ich, ich bin so der Typ, ich bin mal so, mal so. Einerseits bin ich gerne unter Menschen, andererseits hasse ich es. Ja, und dann schlafen wir dort und dann wollen wir morgen noch zu einem Gedenktreffen gehen. Und zwar ist morgen so ein Gedenktreffen für Chester. Also für Chester Bennington, Leadsänger, ehemaliger Leadsänger von Linkin Park, der gestorben ist, falls ihr das nicht wisst. Ja, und da wollen wir auf jeden Fall hingehen. Ich wollte euch mal wieder so erzählen, was ich so gemacht habe, was ich noch so mache. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall schon dann auf das Hühnerfrikassee. Ich esse das voll gerne. Aber ich mag es nicht mit Erbsen. Meine Mutter hat auch keine Erbsen reingemacht und nur ein Glas mit Spargel, weil sonst mag ich Spargel eigentlich auch nicht so. Aber wenn da drin so ein bisschen ist, dann geht das. Aber Erbsen mag ich so gar nicht. I don't like it. Aber mein Vater auch nicht. Mir gibt es gerade gar nichts zu sagen. Ich kann euch auf jeden Fall die Serie Gypsy empfehlen. Die finde ich gut. Ja. Wegen meinem Paket, was ich ja jetzt nicht entgegennehmen konnte, hole ich einfach Montag ab. Aber es ist nicht ganz so schlimm, dass ich es jetzt nicht entgegennehmen konnte. Es war jetzt nicht so wichtig. Ich habe bei DevShop bestellt. Aber auch einfach nur, weil ich einen Gutscheincode hatte von DevShop. Und ich wollte ihn nicht verfallen lassen, deswegen habe ich da einfach bestellt und habe mir irgendwas ausgesucht, was ich aber auch, also nicht einfach so, oh, ich nehme das, aber würde es nicht anziehen, sondern schon was ich auch anziehen würde. Ja. Es wäre auch gar nicht so teuer und auch mit dem Gutscheincode und so, aber diese Versandkosten, das ist, finde ich, immer das, was einen tötet, oder? Diese Versandkosten, das ist so schrecklich. Oh, I hate Versandkosten. Ja, wie auch immer. Ja, mehr gibt es gerade gar nicht zu sagen. Das war's irgendwie. Ich habe mir alles aufgeschrieben, was ich sagen wollte und habe alles angesprochen. Wahnsinn, ich bin fix. Meine Kamera läuft gerade mal 12 Minuten und ihr habt nicht mal so viel davon gesehen, weil ich ganz viel rausgeschnitten habe. Weil ich zwischendurch Denkpausen gemacht habe und lalala. Das ist Wahnsinn. Ich wusste nicht, dass ich so schnell dann doch mal ein paar Informationen loswerde. In der schnellen Zeit. Okay, es wird schon wieder zu lang, wenn ich jetzt hier noch weiterrede. Gut. Ich sitze hier in meinem Zimmer. Hätte das gedacht. Ich habe Fake-Nägel drauf. Die habe ich mir gestern drauf getan. Und zwar sind das die von Primark, die schwarzen. Und die sind echt gut, muss ich sagen. Also ist es wieder ungewohnt auf jeden Fall mit Nägeln. Aber die sind echt gut. Und zwischendurch sind immer mal hier und da ein paar Nägel abgefallen. Ich habe aber den Kleber verwendet, der hier in dieser Box mit drin war. Aber die meisten halten richtig gut und einige sind, wie gesagt, noch gar nicht abgefallen. Es war immer nur zwischendurch und ich habe den Kleber hier auch mitgenommen und alles cool. Also es hält teilweise, zum Beispiel der Nagel, also die meisten Nägel halten bombenfest. Ich bin erstaunt, ich weiß auch noch gar nicht, wie ich das dann am Ende alles wieder abmachen soll, wenn ich mich dazu entscheide, das abzumachen. Ich bin irgendwie, ja, ich finde es richtig gut. Also ich brauchte diesen Ersatzkleber hier gar nicht. Ja, der war eigentlich echt gut. Also klar, den bräuchte ich auf jeden Fall, wenn
ich den anderen alle mache, aber der hält so fest, ich bin erstaunt. Ich hätte gedacht eigentlich, dass mir die Nägel, gut, vielleicht habe ich auch nicht viel gemacht, ich weiß es nicht. Ja, es ist Wahnsinn. Das ist echt eine krass günstige Alternative dafür und richtig gute. Also hätte ich, wie gesagt, nicht gedacht. Ja, ich bin ja gestern zu Angie gefahren und Maria, Angie und ihre Cousine wir haben uns vor Kaufland getroffen, haben dann alles eingekauft, was wir brauchten fürs Grillen und so. Dann haben wir gegrillt und danach sind wir dann ans Soda gegangen. War auch echt cool, wir waren echt lange da. Also ich glaube, gegen um 6 waren wir dann irgendwann mal irgendwo an der Haltestelle, aber waren auch noch nicht zu Hause. Ja, es war einfach krass. Also nach um 6 auf jeden Fall waren wir dann zu Hause. Ich habe gar keine Ahnung mehr. Es ist aber auch krass, wenn du da halt irgendwo in einem dunklen Keller quasi tanzt. Ist ja, jeder Club ist ja wie so ein dunkler Keller. Dann merkst du gar nicht, wie schnell das hell wird. Ja, ich habe dann, glaube ich, auch heute bis 13 Uhr oder so geschlafen. Ja, und dann haben wir gefrühstückt gemeinsam und alles ganz chillig. Dann haben wir uns fertig gemacht und dann sind wir los. Weil ja heute die Gedenkfeier für Chester war. Und das war ganz schön. Ja, es ist auf jeden Fall mega toll, dass sowas gemacht wurde hier. Fand ich toll. Es war schön, dort zu sein. Ich habe mich auch nicht geschminkt. Ich sehe so aus, wie ich dort hingegangen bin. Aber ich habe mich ja auch mit Absicht nicht geschminkt. Einmal, weil ich dachte, meine Schminke schmilzt mir weg, so heiß wie das war. Aber es war cool, dass es zwischendurch immer windig war. So konnte man das ganz gut ertragen. Ja, also wie gesagt, es war im Großen und Ganzen eigentlich mega schön. Ich muss sagen, ich fand es einfach schon schön, dass überhaupt sowas gemacht wurde. Es ist einfach Wahnsinn. Es war super schön. Ich habe geweint, klar. Deswegen habe ich mich ja schon nicht geschminkt, weil ich ja wusste, dass ich das wegheulen werde, wenn ich mich schminken würde. Und ja, aber es war schön und ich fand es toll, dass halt überhaupt sowas gemacht wurde. Und der Altar, also da, wo halt die ganzen Grabkerzen und seine Bilder und alles so lagen, es war und hing, es war schon schön. Also es war nicht schlecht, definitiv. Es war, ich muss auch sagen, ich fühle mich ein bisschen fertig. Einmal wahrscheinlich durch gestern, aber ich habe ja trotzdem relativ lange geschlafen. Aber dann wahrscheinlich auch noch vom Wein jetzt. Ja, ich hatte, als wir dann auch wieder zurück sind, also wir haben dann noch, als das Ganze mehr oder weniger vorbei war, wir wollten uns dann auch nicht länger als nötig quasi dort aufhalten, einfach, ja, weil es einfach Sonntag ist und Angie muss morgen wieder arbeiten und ich musste auch einfach nach Hause, weil wie gesagt, ich komme ja immer so schlecht nach Hause. Und ja, dann sind wir noch in den Späti gegangen, haben uns was zu trinken geholt, dann haben wir noch was getrunken. Also es waren nicht nur Angie, Maria, die zwei Kumpels von Angie und ich da, sondern es kam noch eine Freundin von mir mit ihrem Freund. Und ja, und dann sind wir, wie gesagt, danach noch in Späti, haben noch was getrunken und dann sind wir aber eigentlich auch, haben uns dann auf dem Rückweg gemacht. Ich bin dann nochmal mit Maria zu Angie, dann haben wir unsere Sachen geholt, Maria ist dann nach Hause gefahren. Ich bin dann zu einer Freundin, also zu Freunden gegangen, die da quasi auch in der Nähe gleich waren. Die haben nämlich da draußen gesessen und ein bisschen gechillt und das habe ich dann auch mich da mit draußen hingesetzt. Und ja, so lange konnte ich nicht bleiben, ich wäre gerne länger geblieben. Eine Freundin von mir hatte mir auch vorgeschlagen, dass ich bei ihr schlafen kann, aber ich hatte keine Sachen weiter dabei und ja, ich wollte eh gerne erstmal nach Hause und ist auch jetzt eingefallen. Morgen kommt ja schon wieder mein erster Vlog online, deswegen will ich gleich noch den zweiten hinterher schneiden, weil ich morgen mich nochmal mit ihr treffen will, also mit einer Freundin und ja, wir wollen dann irgendwie noch Eis essen gehen und so mit ein paar anderen Freunden. Und ja, und ich habe heute übrigens, wurde ich wieder gefragt, ob ich am Dienstag Zeit habe und zwar wieder für GZSZ zu drehen. Ich habe natürlich zugesagt und dann gehe ich Dienstag wieder zum Dreh. Diesmal nicht so früh. Also diesmal muss ich nicht so früh da sein, aber es geht auch wieder nicht so lange. Von 12.15 Uhr bis 15.30 Uhr. Und ja, finde ich ganz cool. Also freue ich mich schon drauf. Das letzte Mal war ja auch cool. Freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Ja, und das bei Chester war halt, da haben wir dann auch alle noch ein bisschen so die Lieder gesungen. Da war ja einer mit einer Gitarre und dann haben wir so ein bisschen das gesungen. Ich fand es schade, dass nicht alle mitgesungen haben, aber ich finde es auch okay, wenn nicht alle mitsingen, weil wahrscheinlich nicht alle die Texte auswendig können. Aber ich hätte mir erhofft, dass mehr mitsingen und ich hätte mir irgendwie gewünscht, dass alles ein bisschen lauter wäre, dass alle ein bisschen lauter gesungen hätten und auch, ich saß relativ weit hinten. Somit habe ich ihn vorne kaum verstanden, auch überhaupt, wenn irgendwas gefragt wurde. Das war alles ein bisschen leise, das fand ich ein bisschen schade, aber sonst war es eigentlich echt schön. Ich könnte jetzt noch einiges erzählen, glaube ich, aber ach, so viel könnte ich auch nicht mehr erzählen. Aber ich dachte, jetzt berichte ich euch ein wenig von meinem Wochenende und was ich jetzt noch so die nächsten Tage mache. Und ab nächste Woche hat eine andere Freundin von mir Urlaub
Und dann habe ich ihr auch schon gesagt, dann will ich auf jeden Fall, dass wir uns auf jeden Fall auch treffen, weil wir uns immer so selten sehen. Ja, und dann habe ich auch gestern dann zum ersten Mal den neuen Kater von Angie gesehen, weil Angie hat jetzt mittlerweile 2 Katzen. Und ja, ach, schon niedlich. I love cats. I love auch Dogs. I love all animals. Okay, ja, ich rede schon wieder zu viel. Ich weiß, ich bin auch eigentlich voll fertig. Ich will hier nur ein bisschen Video schneiden. Ich muss morgen auch eigentlich noch was abholen. Aus der Packstation muss ich noch gucken, wie ich das mache. Und ja, dann werde ich aber relativ früh jetzt pennen gehen, weil ich echt fertig bin. Okay, gut. That's the end of my story.